Hey, hey, mein Name ist Cody Stone. Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute geht es um Aufgepasst bei Fox Magic. Und da ist der Name tatsächlich Programm. Passen Sie jetzt einfach mal genau auf, schauen Sie auf die 5 Spielkarten und beantworten Sie mir die Frage, welche davon ist die größte Spielkarte? Natürlich das Ass, ja, gefolgt von der 2, dann die 3, dann die 4 und dann die 5. Ein schnelles, visuelles Kunststück, perfekt zum Einstieg, perfekt als Eisbrecher geeignet, zum immer dabei haben. Ja, Sie können es auch sofort gleich wieder resetten, gleich wieder vorführbereit. Sie nehmen einfach hier diese Klammer, zack, klammern die Karten zusammen, haben es in Ihrer Jackentasche und sind also immer bereit, ein visuelles Kunststück vorzuführen. Nicht nur für den Einstieg, sondern auch einfach mittendrin, wann immer Sie wollen. Das war jetzt von mir eine Stand-up-Variante, Version quasi halt. In dem deutschsprachigen Video, in der Erklärung, wird die Variante erklärt mit quasi eine Close-Up-Variante, wie Sie es am Tisch so rum vorführen. Beides geht, alles wunderbar. Schauen wir hier nochmal rein, was Sie also bekommen. Das ist hier dieses Mäppchen, da drin finden Sie dann den Link zum deutschsprachigen Video, zur Erklärung. Und alles gut und wunderbar erklärt. Das Ganze hier ist jetzt keine beißige Qualität, das ist Kunststoff. Selbst, also wenn die nass werden, können Sie es einfach abwischen, wunderbar. Hier hinten ist es ein Bicycle Red Design. Und ja, also man darf sich von der Einfachheit, glaube ich, dieser Requisiten nicht täuschen lassen. Mich hat es überrascht, weil das Kunststück ich echt, also ein visuelles, kurzes, knackiges Ding finde. Perfekt für Online-Shows und so weiter gedacht. Einfach so, wo man gleich die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregen möchte. Sollten Sie dazu noch ein paar Fragen haben, melden Sie sich wie immer sehr gerne per Telefon, per Internet, über die bekannten Social-Media-Kanäle. Wir helfen natürlich sehr gerne weiter. Ansonsten alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.